Hallo und willkommen bei unserem neuen Video. Heute fahren wir nach Bangkok. Wir haben uns entschieden, nach Bangkok zu fahren, trotz der dritten Welle hier, weil wir keinerlei Restriktionen haben mit Quarantäne oder sowas. Es geht erst südlich von Hua Hin los und nördlich von Bangkok. Deshalb nutzen wir die Zeit nochmal, bevor vielleicht alles zugemacht wird, nochmal nach Bangkok zu gehen. Wir gucken mal, wo die Tina ist. Hallo, grüßt euch, guten Morgen. So, wir fahren in die Stadt der Engel. Geht ihr mit? Wir wollen mal sehen, wie es da aussieht zurzeit. Und ganz ehrlich, wir wollen auch gern ein bisschen raus. Das ist der Grund. Unsere zwei streiten sich mal wieder. Oh, ich muss noch eben schnell den Wäscheständer wegbringen. Ist unser Auto schon da? Ja. Ah, cool. Sawadika, good morning. Yeah. How are you? Okay. Very nice, all oh, fine. Oh, we come up. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Yeah. It is. So, das ist unser privater Fahrservice, den wir öfters mal in Anspruch nehmen, wenn wir nach Bangkok gehen. Wir nehmen uns dann einfach die Freiheit, weil wir wollen da nicht selber 3-3,5 Stunden fahren. Wenn wir Pech haben, steht man wirklich im Stau. Das macht alles überhaupt gar keinen Spaß. Und unser Urlaub oder unsere Auszeit, so wie wir sie nennen, die beginnt dann direkt schon mit dem ersten Schritt raus aus dem Haus. Wir setzen uns da hinten gemütlich rein und fahren los. Und wenn wir einen flotten Fahrer haben, ist der sogar manchmal in 2,5 Stunden da, gell? Die kennen Schleichwege. Das ist das Tolle. So, wir sind jetzt genau 25-30 Kilometer gekommen. Wir halten hier immer beim Café Amazon. Warum halten wir hier immer? Weil es hier so schön ist. Guckt mal, ist das nicht schön? Thomas, du musst drehen. Guck mal, ist das nicht schön? Und weil die Frauen hier immer sagen, dass ich ein hübscher Mann bin, deshalb halten wir auch immer hier. Los geht's. Das muss ich euch einfach zeigen, weil das so wunderschön ist. Die machen das hier so herrlich. Wir gehen immer gerne hier zu Amazon. Ja klar, weil er handsome ist. Handsome bedeutet hier, er ist ein gut aussehender Mann. Da steht er. Naja, er hat sich wenigstens frisch gewaschen, geduscht, gewickelt ist er auch. Er ist trocken, wir können ihn mitnehmen. Schaut mal, einfach nur schön. Wie eine kleine Oase hier. Seht ihr? Toll gemacht. Ja. Wunderschön gemacht. Tolle Figuren, jeglicher Art. Leider spiegelt es jetzt ein bisschen, nicht böse sein. Oh, Iron Man, da habe ich alle Folgen von gesehen. Den fand ich so cool. Ist doch Iron Man, oder? Ich muss nachher Thomas fragen, ich glaube aber ja. Spider-Man. Alle vorhanden. Das ist hier das Tolle. Die Leute sind hier, wie gesagt, ziemlich narrisch damit und lieben das. Alles, was auch so ein bisschen kitschig ist, spielzeugmäßig, Fun verspricht, sind sie alle unglaublich stark dahinterher. Und ja, und hier habe ich meinen besten Iron Man stehen. Guck mal, der steht genau hinter mir, da. Der wartet auf seinen heißen Kaffee und wir gehen mal zu ihm. Mal gucken, wie weit wir sind. Ich bekomme eine heiße Apfeltasche. Lecker. Gut für mich. So, nun sind wir fast im Hotel in Bangkok angekommen. Hast du gut geschlafen noch in der Fahrt? Ein bisschen. Ich konnte tatsächlich ein bisschen schlafen, was mir sonst nie passiert. Aber war toll. Okay, jetzt sind wir so schnell durchgekommen. Wir brauchten 2,5 Stunden. Ja, das ist selten. Oder unser Hotel liegt zu weit außerhalb? Nee. Sah doch nicht so aus. Ja, wäre cool. Also dann sind wir gleich da und dann zeigen wir euch mal unser Hotel. Ja. So ihr Lieben, wir sind angekommen. Oho. Das hier ist unsere Zimmernummer. Ich muss selber jetzt erstmal gucken. Moment mal. Was haben wir denn hier? 3012.
Also, mal gucken, ob jemand da ist. Ich klopfe mal an, okay? Da ist schon jemand. Hallo? Versteckst du dich hinter die Tür? Warte, ich komme. Ich finde dich. Ich finde dich. Ich finde dich. Also, ihr Lieben, wir sind angekommen in unserer... Es nennt sich Sweet Sky Corner mit einem Schlafzimmer. Also, ich zeige euch jetzt zuallererst mal, es gibt hier eine kleine Küche. Was haben sie uns denn da hingelegt? Warte mal, ich gucke. Och, wie nett. Thomas, wir haben einen Welcome-Drink. Den dürfen wir haben. Und noch einen Umschlag, wo ich nicht weiß, was drin steht. Aber wir werden da was finden. Zeig mal, nee, es ist, glaube ich, nichts im Kühlschrank. Wir können aber bestellen. Aufgrund von Corona machen sie das leider so. Ist nichts da, man muss bestellen. Aber ist doch nicht schlimm. So, dann zeige ich euch mal, wie das hier so eingerichtet ist. Also ich muss sagen, das ist mal gar nicht schlecht bis jetzt. Was sagst du? Sehr gut. Ne? Schöne Farben, so mal blau und gelb. Finde ich super. Ja. Schaut hinter mir. Seht ihr? Wie schön. Oh, das wird dein Herz hier erfreuen, Thomas. Guck mal. Guck mal, das ist ein sehr großer Fernseher. Ja. Uiuiui. Ich hoffe, es ist keiner mehr im Schlafzimmer. Hier haben wir, ich nehme an, den Schrank. Oh ja, da ist er. Und da gehen wir hier weiter ins separate Schlafzimmer. Ein schöner großer Spiegel. Ach, wie toll. Kann man sich hier schon zurecht machen. Super. Das haben sie gut getrennt. Sehr nett. Eine große Dusche. Auch schön. Amenities sind dabei, also Duschgel, Shampoo und so weiter. Und jetzt gehe ich mit euch natürlich in das Herzstück, nämlich ins Schlafzimmer. Kommt mit. Oh, wie nett. Ach, das mag ich aber leiden. Schön gemacht. Ah, du hast Glück. Es gibt auch hier einen Fernseher. Sehr gut, wir haben das gerettet. Wie, weißt du mit mir sonst nichts anzufangen? Nee. Ich habe schon ein bisschen mehr erwartet heute. Oh, jetzt schämt er sich. Ich darf sowas nie sagen. Wisst ihr, dann schimpft er mich nämlich aus. Guck, er schämt sich, er stellt sich schon wieder hinter mich. Komm, Sie, jetzt ist doch nichts Schlimmes, wir sind... Also, ich werde euch sagen, ob er mit mir was anzufangen wusste, okay? Also, und jetzt gehen wir raus auf den Balkon. Moment, ich zeig's euch. Thomas wollte jetzt unbedingt die Kamera haben. Na gut, ich habe gesagt, machen wir. Also, jetzt zeige ich euch, wie es da draußen aussieht, okay? Kommt mal mit. Schaut. Finde ich den Knopf? Ich habe den Knopf gefunden. Wow. Ach, wie schön. Das ist ja toll. Guckt mal, guckt mal. Oh, da unten sind noch zwei Pools. Das ist doch Siam Icon. Das ist ein Shopping Center, was man ganz neu gemacht hat. Auf der anderen Seite. Nein, Siam Icon ist da zwischendurch. Hier. Oh, wie cool. Da waren wir doch schon mal, oder? Und ja, täusche ich mich. Und hier ist es Le Bourg. Hey, wo wir sonst immer sind. Ja, das ist ja super. Oh, und da unten, guck, da ist der Pool. Halt mal drauf, da ist der Pool, aber lass nicht fallen. Da ist der Pool vom Hotel. Ach, das liegt ja super schön. Es hat eine eigene Anlegestelle, seht ihr das? Also, man kann mit dem Boot, kann man, glaube ich, kostenfrei rübersetzen zu Siam Icon. Und man kann rübersetzen zu verschiedenen anderen Anlegestellen nach. Das ist halt hier in Bangkok auch toll, finde ich. Das haben sie super schön gemacht. Oh, wir haben hier eine Sitzmöglichkeit. Man kann sich hinsetzen, man kann ein bisschen flanieren. Ja, führ das mal vor, bitte. Ja, genau. Elegant setzt sich die Dame dahin und wartet auf den Drink vom Herrn. Aber die Dame wartet wohl bestimmt auf vieles. Wird aber kommen, ich weiß es. Also, was sagt ihr? Mir gefällt es gut. Und euch? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch sowas zusagt, ob ihr solche Hotels schön findet. Also, wir sind auch das erste Mal hier und ich denke, wir testen mal aus. Besonders, nicht wahr, Thomas, wie das Bett ist?
Oder der Fernseher. Oder der Fernseher. Bei meinem Glück. Tschüss. Hast du das gesehen? Das sieht ja so toll aus. Wir haben vom Bett direkt den Blick auf den Fluss. Das ist ja ein Hammer. Geh mal auf das Bett. Genau. Oh, wie schön. Wenn wir morgens aufwachen, haben wir den Blick direkt da. Ja, wie geil ist das denn? Und schau die Seite auch. Oh, guck mal, Thomas, das Riesenrad sieht man. Von dieser Seite auch. Oh, ich kann mich immer so begeistern. Entschuldigt bitte, aber ich finde das so toll. Siehst du es? Ja. Da hinten ist es. Ach, ist das klasse. Das mag ich. Und weißt du was? Wir sind zum ersten Mal ein bisschen näher dran. Wir sind nicht so weit oben, wie wir sonst immer sind. Das ist mal ein ganz anderes. Ach, und daneben dran ist ein Leichtathletikstadion. Toll. Das gefällt mir. Guck mal, so haben wir beide Blicke. Wunderbar. Also, ich hoffe, wir können euch schöne Sachen liefern. Hier ist vielleicht alles ein bisschen anders. Nun, die Menschen stehen hier auch mal Kopf. Das kann schon passieren. Habt ihr gesehen? So, die Stadt der Engel geht jetzt nun langsam schlafen. Und ich zeige euch noch die letzten Sonnenstrahlen, die hier über Bangkok runtergehen. Wir haben jetzt ungefähr 18.20 Uhr und ihr seht gerade noch so die allerletzten Strahlen, die sich in den Glitzerfassaden von Bangkok widerspiegeln. Wir sind hier auf dem Balkon und haben diesen herrlichen Ausblick und ich freue mich schon, wenn wir nachher vom Essen wiederkommen, dass dann alles schön blinkt und glitzert, denn dann sind die Lichter am Abend an. Ach, ich mag das einfach. Es ist wunderschön. Ich muss mal gucken, ob mein Mann schon fertig ist. Ich drehe mal rum. Ich bin schon in Schale. Naja, wie man es nennen mag, so ungefähr. Und ich glaube, mein Mann hat auch sein neues Shirt an. Yeah! Haben wir nämlich heute eingekauft. Und ich finde, das steht ihm sehr gut. Alles klar bei dir? Ja. Sehr schön. Hast Hunger? Ja. Ja, ich auch, so langsam. Also wir freuen uns drauf und nochmal einen allerletzten schönen Blick. Guten Morgen. Es ist 6 Uhr früh. Wir konnten beide nicht mehr schlafen und wollten euch die Schönheit des Morgens in der Stadt der Engel einfach mal zeigen. Gehen wir zum Frühstück? Ja. Was machst du denn da? Thomas, ich überlege wirklich, ist das nicht ein Traum? Was meinst du? Guck dir das mal an. Sollen wir uns hier nicht mal irgendwann ein Kondo nehmen? Weißt du, dass wir hier in Bangkok vielleicht auch mal ab und an leben können? Das ist doch toll. Das sieht doch wahnsinnig toll aus. Was meinst du? Klingt gut. Ich hätte gern sowas. Ich finde das toll. Und vielleicht sollten wir da mal drauf hinarbeiten. Keine Ahnung, ob es klappt, aber schön wär's. Also Leute, schön weiter den Kanal abonnieren, unsere Videos gucken, denn wir möchten gern ein Riverview-Kondo in Bangkok kaufen. Das ist es. Hör mal, das ist überhaupt die beste Idee. Vielen Dank, ihr Lieben. Guten Morgen, ihr Lieben. So, wir sind nun hier und gehen zum Frühstück. Und natürlich nehme ich euch mit.
Denn, was ich gesehen habe, ist es schon mal wunderschön. Und das ist unser Weg. Ein sehr heller, wunderschöner Frühstücksraum, direkt am Riverside, also auf der Wasserseite. Und ich nehme euch direkt hier rechts rum. Ihr seht hier rechts eine Station für alle möglichen heißen Sachen. Oh, da freue ich mich gleich drauf. Good morning, Sabadika. Dort werde ich herrliche Sachen wie Scrambled Egg, Boiled Egg. Man kann sich wählen, was man gerne möchte. Ich werde auch mal fragen, ob sie Eier Benedikt haben. Das wäre natürlich ein Traum. Schaut mal. Eine riesige Auswahl und das in diesen Zeiten. Dieses Hotel achtet enorm auf Sicherheitsvorkehrungen, auf Standard. Dass alles ja im Rahmen ist. Juice findet man, heißer Kaffee war vorhin. Oh, wie schön. Good morning. Man bekommt also hier Wasser mit frischen Zitronen oder mit frischen Gurken. Oh, das ist ja auch mal eine tolle Idee. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Und dann natürlich, hier gibt es Müsli jeder Art, es gibt Obst, Salate und, oh, unsere heißgeliebte Salami gibt es hier auch. Wie schon mal erwähnt, das gibt es nicht gerade sehr oft. Gebäck jeglicher Art, worüber wir uns natürlich auch freuen, besonders mein Schleckermäulchen Tamas. Nun, ich Schleckermäulchen Tamas, ich glaube, den muss ich mal suchen. Ich folge mal der Dame und gehe mal rechts rum. Oh, ich habe ihn schon gefunden. Habt ihr ihn auch schon gesehen? Hallo. Hallo. Bist du fertig für Frühstück? Aber sicher. Oh, ich freue mich jetzt drauf. Du, das sieht wundervoll aus. Also, gehen wir? Du hast schon den Kaffee. So, hast du alles zusammengeräubert? Ja. Oh, ich liebe Frühstück. Wie geht's euch? Ich liebe das. Schaut mal, wie unser Tisch aussieht. Oh, ich habe keine Untertasse. Mein Mann hat den Kaffee besorgt und ich bekomme keine Untertasse. Das ist so nicht korrekt. Wo ist die denn? Wer hat das Ding denn unter die Maschine gestellt? Alles gut. Vergessen wir es. Also, ich hole sie mir gleich. Aber genießt mit uns jetzt diesen herrlichen Frühstückstisch und wunderschönes Hotel, wunderschönes Frühstück. Wir sind begeistert. Also ich muss euch etwas zeigen, was ich jetzt gerade entdeckt habe. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Hier heißt es eine Pfannkuchenmaschine. Oh, Press One. Dann, ich habe meinen Teller hingestellt, habe ich auch. Und dann, jetzt müsste irgendwas geschehen. Oh, schaut. Da kommt der Pfannkuchenteig. Und jetzt läuft er mir langsam durch. Ich mag sie gerne sehr fluffy, also sehr, sehr leicht. Oh, sehr schön. Und während er da durchläuft und nachher darunter plupst zu dem anderen, zeige ich euch, was man dazu haben kann. Och, da lacht mein Herz. Gott, nee, bin ich ein Schleckermaul. Geht's euch auch so? Schokoladensoße, Erdbeersoße. Dann gibt es solche bunten Dinger, die man drauf tun kann. Schokoladenchips und eine Vanillesoße und natürlich Marble-Sirup für die Leute, die das gerne mögen. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich mich gleich entscheiden soll. Ich schau mal, was mein Pfannkuchen macht. Der ist jedenfalls auf seiner Reise. Und seht ihr? Der ist schon bald da. Oh, auf wundersame Vermehrung habe ich schon zwei. Ich glaube, ich habe vorhin doppelt gedrückt. Das kann passieren im Eifer des Gefechts, wenn man so eine Maschine hat. Vielleicht sollte ich mir sowas für daheim mal anschaffen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt kommt Nummer 3, glaube ich, und fällt mir gleich runter. Und ich habe meine Pfannkuchen. Toll, ne? Eine super Sache, so eine Pfannkuchenmaschine. Mein Ergebnis, ihr Lieben. Ja.
So sieht das also aus, wenn Tina im Pfannekuchenhimmel ist. Hallo. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin total begeistert. Mir gefällt die Atmosphäre von diesem Hotel. Mir gefällt die Einrichtung. Mir gefällt die sanfte Musik, die hier gespielt wird. Und natürlich, die Lage ist einzigartig. Wir sind mitten am Fluss und die Schiffe fahren vorbei. Ich sehe das hier, während ich hier sitze und mein Frühstück immer noch genieße. Thomas ist schon nach oben gegangen. Ich wollte einfach auch mal ein paar Minuten der Ruhe haben und das für mich aufnehmen. Denn ich muss euch ehrlich sagen, ich bin so dankbar dafür, dass ich so etwas erleben darf. Und noch schöner, dass ich es jetzt mit euch teilen kann. Ich hoffe, ihr habt Freude daran. Und ihr könnt gerne Fragen stellen, auch in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr das seht. Aber ich muss sagen, es war eine gute Wahl. Also, wir kommen gerne wieder in dieses Hotel Chatrium Riverside in Bangkok. Ich komme gerade, oder wir kommen gerade zurück auf unser Zimmer und wir haben eine sehr nette Überraschung bekommen, was uns unglaublich freut. Und zwar Daniel, der General Manager, hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen. Und zwar, dass er uns die Fahrt nach Hause versüßen möchte. Ich hoffe, er meint das in der guten Art, dass wir wiederkommen. Und nicht, dass er sagt, so, jetzt haut mal ab, war jetzt genug und ich gebe euch noch was mit, damit ihr auch endlich verschwindet. Also, ich glaube nicht, sondern es war eine ganz nette Art von ihm. Ganz lieben Dank, Daniel.